now the ride truly begins, Henry. Come in and pretend it's all just a bad dream. Ja, das ist ja ein bisschen Billo, ne? Aber es wird bestimmt noch schön. Es wird bestimmt noch schlimmer. Alter, ich habe mich tatsächlich vor dem Pappding erschreckt. So ganz kurz. It's a funny thing, how so much can fall apart so fast. If we never really had control of the studio, either you were in someone's pocket, or you were putting someone into yours. Das ist Boris Schatten. What was promised to me. I just wanted to be beautiful. Surely you can understand that. Henry, why are you here? We're all dying to find out. Do you just enjoy the terror of the drop into hell? Because if that's the case, hang on tight. I've got a surprise. Es geht's back up. Warum ist hier eine ein Vita-Bandy? Das ist wieder so eine komische Maschine. Oh oh. Boris! Oh no, what has she done to you? Meet the new and improved Boris! I took what I wanted, and in return, I gave him so much more! And this time, there's no ink to go. Das Problem ist, naja, sie hat so eine Phase, in der er etwas ruhiger wird. Also ist, wenn er gecharged hat. Aber ich weiß nicht, was ich brauche. Vor allem habe ich keine Tinte. Oh, das da hätte ich gerne, aber wie kriege ich... Ah, da liegt was. Frage ist, wie lange? Zu wenig. Es scheint... Habe ich Gold genug? Andere Seite. Oh nein. Sag mal nicht, es ist jedes Mal geht mir das Ding kaputt.
Ich habe meine Waffe nicht mehr. Komm da auch nicht mehr raus. Tatsächlich. Geht kaputt. Wie viel von den Dingern brauche ich denn? Au. Oh. Mist. Das ist ein One-Hit. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich hoffe, ich muss nicht wieder von vorne anfangen. Aber das war bisher eigentlich bei den Vita-Bandys nicht der Fall. Die spornen mich nur manchmal in echt blöde Orte. Also ist das alles wieder da. Und das charged wieder. Ah, da liegen noch meine beiden kaputten. Ne? Oh, da liegt auch noch eine andere. Ding versehentlich gebackt, weil ich zwei aufgehoben habe. Ich habe auch noch eine. Oder ist es Charge und gehört jetzt dazu? Also ist jetzt tatsächlich der dritte. Und ich mache dabei meine Dinge nicht mehr kaputt. Ich glaube, jetzt bin ich in der zweiten Phase. Jetzt springt er wieder. Ich glaube, ich habe einen Bug. Dass ich jetzt mein Rohr nicht mehr verliere. Ich meine, da habe ich jetzt so kein Problem mit. Solange der Kampf tatsächlich trotzdem richtig funktioniert. Der scheint wohl nur angreifbar zu sein, wenn er tatsächlich
blutet. Ist allerdings die Frage, wie war das jetzt dann nochmal bei ihm? Wie ich hier mal gerne meinen gemütlichen Powerwalk mache, ne? Ah, jetzt. Das war gerade sehr merkwürdig. Kapitel 5? Die letzte Rolle. Everyone knows that song. Who are you? Why are you here? I was invited by an old friend. And now I can't leave. Then you know more than we do. One minute, we don't even exist. Just thoughts. And the next minute, this place. Are you gonna let me out of here? Down here, strangers aren't good things. How can we trust you? We don't even know what you are. My name is Henry. I used to work here. I honestly don't know my name. So, they call me Alice. But I'm no angel. You go back and rest. We'll talk again later. Only for a few hours. No need to worry. I won't go far. Only up to level 6. Just stay here. Keep an eye on Henry, okay? I'll be back as soon as I can. I promise. Henry? Here. You must be hungry. Sorry. It's all we have.
I know you're watching me. It's just a little creepy. You're the one that writes on the walls. We all do. For some poor souls down here, it's the only way they can be heard. But you don't want to touch the ink for too long. It can claim you, pull you back. That's how I met Tom. I was messing with things I shouldn't have been, and he was there. Why do you call him Tom? He just seems to respond to it. Well, I don't think he's very fond of me. Let me show you something. A while back, I was mapping out one of the upper levels when I noticed something reflecting off a piece of glass. I held up the glass, looked through, and on the wall behind me was a hidden message. Right there, in plain sight. So I kept looking, and found more and more messages everywhere in the studio. But you can't see them with your eyes. Only through this. Take a look. I don't know who's leaving them, but I think they know how to get out of here. Where does it all lead to? Nowhere. I followed them for a long time. Just leads me in circles. I don't think I meant to leave this place, Henry. But maybe you are. Alice, please let me out of here. Tom thinks you're dangerous. And what do you think? I think you're the hope I've been waiting for. Go to sleep. Maybe tomorrow will be better. That was really stupid, Tom. You shouldn't have gone out there. Now that he's seen you, it's only a matter of time before he finds us here. Oder bei einem meiner anderen Videos. Bis dann. We can't just leave him. Not with the ink demon right outside the door. What's going on? He's coming. We have to move on. Tom, we have to let him out. Komme aus dem Gefängnis. Ich möchte aber gerne it's inside the vault. Let me out of here. So many questions. Don't go through the door. Take the spoon. Ich möchte aber eigentlich jetzt aufhören. Look inside this. Ach schade, ich dachte, ich könnte mich. Aquarium. Sehe ich das leider nicht, weil eigentlich möchte ich jetzt gerne was anderes machen. Nicht was anderes spielen, aber ich habe hier noch ein bisschen was zu tun. Ich habe nicht damit gerechnet, dass noch eine größere Cutscene kommt. Und Tom aka Boris scheint uns nicht zu mögen. Warum auch immer, vielleicht weil er Alice mag und Alice uns mag und Jealousy. Oder vielleicht weiß er was über uns. Vielleicht hat er uns beobachtet. Wer weiß. Ich hoffe, wenn ich jetzt neu starte, dann beim nächsten Mal, dass er nicht wieder Teile von Kapitel 4 lädt, sondern tatsächlich Teile von Kapitel 5. Von mir aus gucke ich mir auch die Cutscene nochmal an.
Ja, war jetzt nicht so viel mit Boris retten. Vor allem, wie hat die das so schnell geschafft? Ich meine, gut, sie hatte eine Woche Zeit, aber ich habe ja jetzt ungefähr eine Woche Pause zwischendrin. Nee, sogar länger, 2 Wochen. Ich glaube, letztes Wochenende habe ich gar nichts aufgenommen. Aber gehen wir jetzt einfach mal von Ingame-Zeit aus. Wie hat die das so schnell geschafft? Ich war ja vielleicht 1,5 Stunden unterwegs. Also vielleicht eine Stunde. Wenn ich jetzt aber ungefähr, ich habe jetzt, ich sag mal, vielleicht so 10 Minuten, 15 Minuten gebraucht für die Stelle, die ich in ungefähr einer halben Stunde gemacht habe. Ja, sagen wir jetzt mal, ungefähr 1,5 Stunden hat sie Zeit gehabt. Wie konnte sie das so schnell machen? Und ich glaube, ich hatte wirklich da einen Bug, weil ich versehentlich einfach aus purer Panik 2 Rohre aufgenommen habe, dass das Rohr nicht mehr kaputt gegangen ist. Oder das war tatsächlich so, weil ich gestorben bin. Nein, da hatte ich gar kein Rohr mehr. Wir hatten ja dann plötzlich auch das Rohr in dem Todestunnel. Erinnere ich mich jetzt nicht, dass es die anderen Male auch passiert ist, in dem Wiederbelebungstunnel von unserem Vita-Bandy. Und es gibt wohl mehr Alices. Alices. Mehr Angels. Auch wenn sie von sich behauptet, sie ist keins. Allerdings hatte sie die Bandy-Schleife. Um den Hals. Also auf dem Dekolleté. Auf dem, über dem Dekolleté. Das Kleid sah aus, als wäre es aufgemalt. Also das oben. Weil Angel hatte ja. Hatte sie nicht. Schulterfrei an. Und das war dieses Ding, wo ich in einer Aufnahmesession erwähnt habe, wo die oder derjenige hatte, wo ich mir den Walkthrough angeguckt habe. Scheinbar behält man das, wenn man das Spiel durchgespielt hat und kann dann durch die Level nochmal durch und sich da vielleicht nochmal ein paar Storyfetzen holen. Werde ich aber voraussichtlich nicht machen. Nee, ich denke, das würde ich nicht machen. Was ich allerdings mache, ist hier jetzt erstmal Feierabend. Und wir hören uns dann in der nächsten Aufnahmesession und gleichzeitig dem letzten Kapitel von Bandy and the Ink Machine oder bei allen meiner anderen Videos. Bis dann!